von dem Verein Kernraumfusion. Ich muss leider ein bisschen ausholen, weil ich auch persönlich angesprochen worden bin. Also wir haben einen Termin im Land gehabt, haben dort vorsprechen dürfen und ich habe das Gefühl, wir sind sehr wohlwollend aufgenommen worden und unsere Idee der Kernraumfusion bietet meiner Meinung nach eine wunderbare Ergänzung zu dem Vorschlag des Landes. Mit anderen Worten, ich habe schon das Gefühl, dass das Land es genau prüfen würde und eine Kernraumfusion mit ihren Vorschlag vereinbaren könnte. Zum zweiten Punkt, weil das immer wieder gefallen ist, das sind unsere Daten. Also wir haben die Daten mit Hilfe des Finanzministeriums, mit Hilfe einiger Amtsleiter der Bezirkshauptmannschaft, mit Hilfe von Statistik Austria und dem Land entworfen. Sie wurden mittlerweile oft überprüft von Wirtschaftstreuhändern, von Medien und auch vom Gemeindebund. Und niemand, ich betone, niemand hat bisher andere Zahlen auf den Tisch gelegt oder unsere Zahlen widerlegt. Herr Zagler, die 6 Millionen Mehreinnahmen sind sehr wohl richtig. Und ich habe euch alle, euch 5 Bürgermeister gebeten, uns dabei behilflich zu sein, auszurechnen, was unter dem Strich tatsächlich übrig bleibt. Ja? Sozialhilfeumlage als abziehende Variable haben wir errechnen können mit Hilfe der BH. Aber natürlich, wenn man ausrechnen will, was unterm Strich übrig bleibt, muss man die Bedarfszuweisungen, die mitunter für eine finanzstärkere Kraft nicht mehr in dem Ausmaß fließen wird, abziehen. Vor einem Monat habt ihr das E-Mail bekommen, bis heute keine Antwort. Jetzt kommen wir aber zur Frage. Jetzt ist es so, dass wir schon mehrere tausend Unterschriften haben aus dem Kernraum, Bürgerinnen aus dem Kernraum. Und in letzter Zeit haben sich immer mehr Mandatare auch dieser Idee angeschlossen. Und uns liegt aktuell die Mehrheit der Mandatare des Köflacher Gemeinderates per Unterschrift vor. Sogar 2/3 der Mandatare hat sich verpflichtet. Ein Drittel der Mandatare hat sich dafür ausgesprochen bzw. unterschrieben. Jetzt meine Frage, wirst du angesichts dieser Tatsache, lieber Herr Zagler, bei der nächsten Gemeinderatssitzung im Juni dieses Jahres einen Grundsatzbeschluss, ähnlich wie es Volzberg getroffen hat, für die Kernraumfusion jetzt beginnen Gespräche, wirst du diesen Antrag einbringen und in einer anonymen Abstimmung, anonym ist ganz wichtig, damit die Mandatare hier die Möglichkeit haben, ihr unparteiliches und freies Mandat tatsächlich auszuüben und vielleicht nicht dem Clubzwang unterliegen, wirst du diesen Antrag einbringen oder beziehungsweise zulassen? Sogar recht herzliches Dankeschön für die Zahlen. 2/3 haben wir unterschrieben. Wir hatten gestern eine Fraktionssitzung, da haben wir hinterfragt und dann lügt man. Und all dem Ganzen werde ich nachgehen. Weil, wenn ich diese Zahlen. Das ist die Lösung. Moment, wenn ich diese Zahlen betrachte, was ich gestern von den Leuten mitgeteilt bekommen habe, dann ist es nicht einmal die Hälfte. Und wir werden das hinterfragen. Ich sage danke für den Tipp. Und wir werden dementsprechend auch unsere Gespräche führen. Nur eins, irgendwo hineintreiben lassen wir uns sicherlich nicht. Wir rechnen, wir setzen das vom Land um, denn nur mit dem Land können wir das umsetzen, weil ansonsten geht es nicht. Wir brauchen einen Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat. Nicht deine Stimme.